antwortet er denn? Danke, danke, danke. Abgekackt eben. Ja gut, da ihr jetzt einen neuen Stream angefangen habt, werde ich dann wohl doch nicht ins Bett gehen, tatsächlich. Er ist abgekackt eben beim Verstellen, weil ich halt live, das hat er gerade nicht gut verkraftet. Nee, dann gehe ich nicht ins Bett, tatsächlich. Dann halte ich mich doch wach. Guck ich mal, ob ich noch ein Energy hole. Das kannst du tun. Ich gehe doch nicht ohne gute Nacht zu sagen. Hat mich auch geärgert, als er abgekackt ist eben. Von daher sage ich dir mal gute Nacht, Selina. Und alle anderen sage ich guten Abend und willkommen zu einem erneuten Stream. Weil jetzt, den müssen wir jetzt erstmal gestalten. Wir können ja nicht anfangen und gleich wieder aufhören. Das geht ja nicht. Manchmal nach, dann nächstes Mal lüge ich dich an, wenn ich das glücklicher macht. Ich bin nur zwanghaft in dem Falle. Ich bin zwanghaft, das ist richtig. Die Cam gar nicht gecuttet. Ja, yeah. Sie wird schon gecuttet, siehst du, gucke mal. Oh, was ist das denn? Was ist das denn da links und rechts? Was ist das denn? Was ist das denn für ein... Was? Außerdem bin ich nicht nachtragend. Man erwähnt es nur wieder jeden Stream. Und wenn man das jeden Stream erwähnt, dann scheint das sehr schlimm zu sein. Sehr schlimm wahrgenommen zu werden. Und wenn so Dinge störend sind, dann versuche ich die natürlich zu bearbeiten, dass sie nicht mehr stören. Wenn man das immer wieder aktualisiert. Dann würde ich mal sagen, auch heute von 16 bis 20 Uhr auf dem Arm. Eigentlich hätte ich heute Vormittag was in der Schule zu tun. Aber eigentlich hätte ich halt auch noch was tun sollen heute Abend. Deswegen, in dem Falle, scheiß drauf. Ich mache jetzt einfach so viel, wie ich schaffe. Und dann, nee, das ist ein PNG, das wird mit Alpha-Kanal gemacht. Tja, ja, ich dann ist das denk halt auch so. Einfach cutten. Dann kann ich eben morgen nicht. Richtig, in die Schule das ist auf den gehen. Punkt gebracht. Da hat die Welt selbst Schuld, wenn mir da was Doofes passiert. Da bekomme ich ja die Pimpernellen. Erstmal Rosenkohl fressen. Internetweg, Fuchs, wohl Sonderschlafensrechte? Nee, leider nicht. Die wurden mir gerade aberkannt. Sieht man nochmal. Merk dir das, was du dir wünschst? Und was ich gesagt habe, nicht ein und das. Ach so, was ich mir wünsche und was du sagst, ist ein und dasselbe. Stimmt. Wie das denn auch? Das hängt ja nun auch immer so in der Schwebe. Aktuelle, genaue Termine für alles, was länger ist, als sich mal irgendwie über einen Tag hinweg zu treffen, gebe ich ja schon eine ganze Zeit lang nicht irgendwie so richtig raus. Tatsächlich. Und ich bin halt aktuell wieder in einer Phase, wo ich ziemlich viel zu tun habe, wo ich gleichzeitig in der Prüfungsphase drin bin und mich um meine Zukunft kümmere und zusehe, dass ich alles Laufende so ein bisschen einen Punkt dahinter setze, dass ich dann auch den Kopf frei habe. Spute dich. Hab ich gesagt. Verstehe ich. Einfach cutten. Links, rechts, das PNG ist nicht breit genug oder so. Ja, ich weiß auch nicht, was der hier hat. Im Endeffekt ist jetzt so wie so ein leicht schiefer Fernseherfuchs. Ich denke, das ist okay. Ich transformiere das mal eben. Das ist richtig. So. Ich glaube, das sind links vielleicht 30 Pixel. Nee. 70. Und eher. Machen wir 73 draus. So, rechts dürften es dann wahrscheinlich auch die 73 sein. Und oben nix. Und unten ist ein ganz schmaler Rand. Dann mache ich 5. Ich finde das auch gar nicht so hässlich mit dem Fernseherfuchs jetzt. Ich finde das nicht hässlich. So. Ich finde das nicht hässlich. Was ist denn das hier für ein Kack?
Die machen manchmal Sachen. So, das, das und das. Sortier mir mal als Gruppe. Kannst du mir das gruppieren? Ja. Kannst du mir das kopieren? Ja. Kannst du mir das blurry machen? Ja. Moi, einarbeiten. Dann machen wir mal maximal Blur. Machen wir mal Blur Witch Projekt. Oh. Ich habe nicht mehr für Spanisch gelernt. Da bin ich ja wieder keine Liga aufgestiegen. Steige ich wenigstens keiner ab, dann ist mir das egal. Dann schiebe ich das eine weitere Woche raus. Ich komme einfach nicht mehr klar. Ich komme einfach nicht mehr klar mit meinen 1 Million Projekten. Es lässt sich einfach für einen Menschen nicht mehr alles auf einmal machen. Ja, ich steige zumindest nicht ab. Aber wie gesagt, ich habe zu viel im Kopf. Das geht nicht. So. Kopiert, geblurrt, versetzt. Stream, Grafik. So, dann mache ich hier die Kanten alle ganz eng ran. Und das wird jetzt gespeichert. Als das. Bam, bam, bam. Und dann kommt jetzt die Easycam. Kriegt als Filter Maske. So, guckt. Jetzt habe ich das quasi ein bisschen als Fuchs-Television hier. Ist das in Ordnung? Ich glaube, man sieht mich doch jetzt ganz gut. Ich denke, das ist okay. Ja, in Ordnung sein tut. Dann hast du halt, es ist fast die gesamte Cam. Ich habe im Endeffekt nur die Ecken eingeknickt und oben halt was weg, ne? Ansonsten ist alles so wie immer. Es ist jetzt nicht mehr wirklich was weggeschnitten. Es sind nur die Ecken eingeknickt. So, jetzt sehe ich hier rechts noch leicht, da kann ich noch mal ein bisschen transformieren. Immer noch was? Ja, rechts und links sind immer noch leichte Streifen. Transformieren. Jetzt sind sie weg. Ja. Naja, soll ich dir mal gerne als Abstand auch ganz kurz zwischen mir sehen, aber wieder, dass es mir peinlich ist. Upp. Ich bin doch eine anstrengende Person an sich. Stimmt. Leben wieder in Ordnung kriegen. Das ist gar kein. Das kann man sich gar nicht als Ziel setzen. Ich glaube, man muss immer wieder dafür sorgen, dass das Leben in Ordnung bleibt. Sobald man aufhört, sich darum zu kümmern, dass das Leben läuft, läuft sofort wieder aus den Fugen. Oder in Richtung aus den Fugen. Man muss am laufenden Band darum bemüht sein, dass das Leben so bleibt, wie man das gern hätte. Weil sobald man aufhört, das im Griff zu haben, geht das irgendwo in irgendeine Richtung. So, jetzt sind wir zu sagen, hübsch, ja, aber unpraktisch, weil ihr auf der Position ändert nie die hübscheste Idee, aber das ändert daran ja nichts. Praktischer ist, und die, euch hat es ja immer noch, leichte Ränder hat es aber trotzdem links, rechts, oben. I know, und ich bin ja auch in einer Phase, ich bin mir auch nicht sicher, wenn man mir sowas so viel vornehmen, ob wir auch Probleme an der Prioritätensetzung, Umsetzung hier von Dingen und da noch eine seiner Änderungen, so ein bisschen der Kopf gerade. Ari braucht einfach ambulant betreutes Wohnen, das kenne ich. Das gibt es bei Caritas oder so. Dann kommt immer so eine Person nach Hause und die tritt einen dann halt in den Arsch. Und die macht im Endeffekt nichts anderes, als einem den ganzen Tag darauf hinzuweisen, was man tun muss, damit das eigene Leben nicht vom Gleis stürzt, sage ich mal. Mehr machen die gar nicht.
so ein bisschen wie so ein bisschen, ja, im Endeffekt wie so ein Elternteil, der aber irgendwo, ja, weniger Macht hat als Eltern, aber dafür auch weniger mit einem irgendwie, also nicht pädagogisch verwerflich ist, wie das die meisten Eltern irgendwo sind. Ne, ihr wisst, was ich meine. In Ordnung, nein, von Wunder kennen wir nämlich an Decepticon-Logo, aber wohl weit hergeholt. Ich bin kein Decepticon, Andrea, wenn dich das beruhigt. Wie schlimm hat er übermäßig Glück und wusste es nicht zu schätzen. Ich weiß, was du meinst, Fuchs. Ja. Auf jeden Fall. Zack, das kommt weg. Hier nehme ich den Effekt raus. Bab und zack. Und dann haben wir das. Dann muss ich aber jetzt nochmal neues Thumbnail machen, fällt mir gerade auf, weil jetzt ist ja der Stream abgekackt und wir haben einen neuen Stream angefangen. Dann muss ich jetzt nochmal ein neues Logo, ein neues Thumbnail machen. So, Programm ist da. Ich kipp hier gleich aus dem Latschen, weißt du? Ja, das ist ja von dem letzten Stream. Aber jetzt ist das schon wieder ein neuer Stream. Ist ein neuer Tag. Und wir hatten einen Absturz. Also muss ich jetzt erstmal noch ein bisschen da sein. Ich kann nicht zwei Minuten später wieder gehen. Deswegen fängt jetzt neuer Tag, neues Glück, neuer Stream an. Dafür kann ich eigentlich gleich, wenn ich schon mal im Programm hier bin, kann ich eigentlich gleich ein neues Dings machen. Das ist denn der... Aha. Ach Gott. Ob ich heute so. Ich glaube, das liegt auch an dem Essen. Ich glaube, das macht mich sehr, sehr müde. Das ist erstmal, ist das unheimlich fettig gewesen. Das ist unheimlich viel gewesen. Und es war halt auch vernünftiges Essen. Das war halt ein richtiger Burger mit richtigem Essen dabei, ne? Das macht ja schon was. Wenn ich sonst den ganzen Tag immer nur mich von Mist ernähre. So, das ist bitte nicht sichtbar. Das sieht mit den Disconnects aus, so hast du auch keine zwei Streams draus gemacht. Ja. Stimmt, aber jetzt spiele ich nichts mehr. Ich fange nichts Neues mehr an. Das ist im Endeffekt nur eine Quakerei. Und da Jenny mit reinzuschneiden und das Horrorspiel, wenn ich dann eigentlich nur noch quake, ich mache da nicht viel von. Im Endeffekt hast du recht, ich nehme einfach ein Standard-Thumbnail mit der Nummer dran, mit der richtigen Stream-Nummer und gut ist. Das mache ich aber als JPEG, weil die PNG ist nicht erlaubt bei YouTube. Da sind die Dateien denen immer zu groß. Oh Mann. Die haben auch immer Probleme. So. Aber wieder in den anderen Ordner. Kitsu. Ich bin so matschig, meine Lieben. Ich bin so matschig. Ich weiß nicht, warum ich heute so matschig bin. Normalerweise sollte ich das nicht sein um die Zeit. Brrr. So, fertig, geschnitten. Stimmt, sorry, Reaktanz. Ja, ich hasse das, wenn der Stream abstürzt. Ich hatte nicht gedacht, dass er jetzt wieder abstürzt. Da bin ich jetzt eigentlich überhaupt gar nicht mehr drin in dem ewigen Abstürze. Wow, Pockburger. Ja, so, aber so einer. AFK ist so Kartoffelsalat. Mach das. Eigentlich solltest du das sein. Was sollte ich sein? Trinke Wasser. Das ist tatsächlich wahr. Mir fehlt vielleicht Flüssigkeit. Liegt ja wirklich nichts auf der Seele. Naja, also wirkte ich heute so, als würde mir was auf der Seele liegen? Eigentlich bin ich doch sehr, sehr, sehr happy. Die Schule, die nervt mich tatsächlich gerade fürchterlich. Die nervt mich so. Oh, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie mich nervt gerade. Fast wieder so eine Blockade. Die einen den ganzen Tag beschäftigen will mit Kram, der einen nicht interessiert und nicht weiterbringt. Und außerdem nervt mich gerade ein bisschen auch ich selber, dass ich den Abend so spontan verplant habe, obwohl ich eigentlich noch was gesagt habe zu tun. Ich werde zumindest noch eine Sache korrigieren, abschicken.
sagen, läuft oder läuft nicht. Und dass ich sage, ich gehe heute Morgen direkt in die Vertonung. Das kann ich machen. Da würde ich mich nicht. Müde nachts. Ach so. Sei wie Wasser. Planung ist darauf ausgerichtet, dass du das mal sein sollst. Ja, schon. Deswegen frage ich, bin mir nicht so sicher. Ari ist sich immer nicht sicher. Schule ist schwer, sind dir keine Übungen, wenn du dafür lernen musst. Es geht mir nicht um schwer, es geht mir um nervig. Ich habe ja nicht nur die Schule, an die ich gerade denke, weil es gibt ja auch was außerhalb der Schule. Und ich finde das schwierig. Ich glaube aber, das wäre sinnvoller, wenn ich den Stream tatsächlich... Ach, ich kann den doch jetzt nicht nach 16 Minuten ausmachen, oder? Fühlen sich doch alle veräppelt. Freiheit ist, wenn man seinen Plan ändern kann. Ja, Andrea, weißt du, ich bin so zwanghaft in mir selber. Am sinnvollsten wäre es, wenn ich jetzt den Stream ausmache, mich bettfertig mache, hier diesen wenigstens noch 1000 Worte angucke, ob das läuft... Und dann durchgebe, Jungs, Mädels, ich mach das Montag in der Frühe, gebe ich euch ein Sample davon und mache mich an den restlichen Texte dran. Als Ausgleich, ich habe in der anderen Sache, ist meine Deadline in 21 Stunden. Da kann ich mir noch den ganzen Tag für Zeit lassen und die Hälfte ist schon fertig. Auf jeden Fall wird heute wieder, was nervt mich, dass ich das jetzt auf jeden Fall tun werde, weil davon mehr, also ja, ich werde halt einfach wieder einen Tag nichts für die Schule tun, sondern das dann am Dienstag machen, aber dann auch noch das von heute und das von Dienstag gleichzeitig noch, auch noch obendrauf auf den Stapel. Es wird einfach immer mehr, weil ich immer zu viel gleichzeitig mache, Andrea, ich mache immer zu viel gleichzeitig. Und das ist Fokus. Ist immer noch ein Thema für mich. Bin immer noch am Lernen. Genau, so kurz, Krummel. Selbst die Freiheit. Der weiß, dass er Freiheit nimmt. Das bist du. Das ist richtig. Könntest du jetzt die Zeit nehmen für das, was du machen wolltest? Zwingst dich aber aus Reaktanz dazu, weil du jetzt sitzt, wo ich schon Ärger hast, keine Zeit gehabt zu haben. Das Schöne ist aber, dann kann ich mich nochmal darüber ärgern, dass ich mich geärgert habe. Und dann kann ich mich darüber ärgern, dass ich mich ärgere, weil ich mich ärgere. Und dann könnte ich mich auch noch ärgern, dass ich mich geärgert habe, dass ich mich geärgert habe darüber, dass ich mich geärgert habe. Dann kann ich mich aber auch noch mal ärgern darüber, dass ich mich geärgert habe, dass ich mich geärgert habe darüber, dass ich mich geärgert habe, dass ich mich geärgert habe. Das ist auch sehr hilfreich. Wenn der Dinge verpatzt, da ärgere ich mich derzeit auch wieder über mich selber, weil ich jetzt nicht so aus, was ist der unbedingt jetzt werden muss, ich mit 99 kleinen Kram. Ich gebe halt grundsätzliche Daten raus, wann ich was fertig mache und dann möchte ich mich daran auch halten. Ich schaffe das auch irgendwie immer. Aber so richtig, am Ende leidet immer die Schule, weil im Zweifelsfall fällt der Schultag dann weg. Dann mache ich alles andere. Zum Beispiel, wann treffe ich im echten Leben gerade mal echte Menschen? Das passiert nicht so häufig. Das sind Björn und Jenny im Endeffekt gerade so die einzigen wirklichen Ausnahmen. Und wenn wir dann mal irgendwie einen gemütlichen Sonntag machen wollen, wir auf die Idee kommen, wir können eigentlich auch abends ein bisschen Horrorströmen, hatten wir lange nicht mehr gemacht. Ja, dann sage ich natürlich nicht, ich muss aber noch was tun, es ist halt Sonntag. Darf ich nicht mal an einem Sonntag, weißt du? Natürlich, und deswegen nehme ich mir dann einfach den Sonntag und sage, gut, dann machen wir heute einen Druff. Machen wir einen gemütlichen Tag. Bevor sie da war, habe ich ja auch schon gearbeitet, vormittags, mittags, ne? So, deswegen werde ich jetzt noch eine Kleinigkeit wegarbeiten, die ich in einer halben Stunde fertig kriege und werde sagen, und dann mit dem Schritt werde ich jetzt morgen früh gleich anfangen, hier in die heiße Phase zu gehen. Dafür werde ich jetzt aber die Schule wieder sausen lassen. Ne? Das ist halt, ich bin ein Mensch mit 24 Stunden am Tag und das ist mein großes, großes Problem. Ich brauche mehr Stunden am Tag, um alles fertig zu kriegen, was ich will. Ärgert sein, ja, trägst du gerade Gift und hoffst, dass die Zeit stehen bleibt. Das ist richtig, das ist richtig. Sicherlich, I know. Bewusst entscheiden, lernen daraus, du bist orientiert, verwirkliche dich. Tu es einfach. Mein erster Entwurf von meinen Richtlinien. Weißt du, ich werde mich aber wieder so entscheiden. Wenn
wenn jemand mit dem Status beste Freundin, bester Freund zu mir kommt, also so in meinem engsten Kreis zu mir kommt und sagt, komm, lass doch mal einen gemütlichen Sonntag machen, dann will ich nicht sagen, ich muss arbeiten an einem Sonntag, ganz ehrlich. Ich kenne halt von mir aus keine Sonntage. Ich mache von Montag bis Sonntag jeden Tag irgendwas. Es gibt keinen Tag. Es gibt vielleicht einmal im Jahr oder zweimal im Jahr einen Tag, wo ich nur auf der Couch liege und fernsehe. Wenn das hochkommt. Ein oder zweimal im Jahr, vielleicht unter Umständen. Ansonsten sitze ich hier immer und arbeite an irgendwas. Aber wenn ich dann halt höre, lass doch mal dann... Da sage ich auch gerne ja, klar, will ich ja auch. Aber da ich immer alles relativ eng takte, gerate ich dann sofort in Fissemantenten. Ne? Deswegen die bewusste Entscheidung wird immer wieder für das Soziale draufgehen am Ende. Immer wieder würde ich eher sagen, komm, klar, lass uns treffen. Weil ich das auch genieße. Und wir sind soziale Wesen, ne? Warum auch nicht? So. Verstehe, was die macht. Okay, also das ist auch ein Schritt weiter, da kann ich nur... Okay, lad mal eben. Ich fass da. Das wird langsam, das geht ein bisschen in die cleane Phase gerade. Okay, der Umhang. Der fällt ganz gut so, ja. Das ist schon... Ja. Nee, damit kann ich arbeiten. Ach, ja. Liegt auch gut. Passt. Stonex. How does it look? Mehr Jahre im Leben, mehr Tage im Jahr, mehr Stunden am Tag. Solange man jede Sekunde das Beste versucht, hat man Anrecht auf mehr. Weißt du, Andrea, ich bin mit mir irgendwo im Reinen. Ich mache halt, was ich kann. Und ich bin sehr happy mit meinem Leben. Ich bin sehr happy mit der Entwicklung meines Lebens. Ich bin sehr happy mit jedem Tag. Im Endeffekt auch mit heute. Ich bin happy, ne? Würde mich wieder so entscheiden. Weil das sind ja, also es gibt bei mir keine wirklichen, also so unbewusste Entscheidungen gibt es bei mir nicht. Ne? Aber ich will gerne alles auf einmal. Ich hätte gerne wie Hermine bei Harry Potter diesen Zeitdreher. Zack, nochmal auf Sonntag früh. Und dann setze ich mich ins Nachbarzimmer und mache da Dinge fertig, die ich jetzt heute nicht fertig gemacht habe. Dann drehe ich um Mitternacht nochmal, dann nehme ich mir ein Buch und setze mich in eine Küche und lese ein Buch durch. Das muss ich ja auch noch machen. Muss ja auch mal weniger werden, der Pile of Shame von Büchern. Schnipse ich nochmal, dann ziehe ich mir eine Winterjacke an, renne in den Keller, der vierte Jan geht dann in den Keller, setzt sich da auf den Stuhl und liest noch ein Buch. Kann ich zwei auf einmal durchlesen, während ein Jan hier den Tag hatte, dass ich das alles gleichzeitig erleben kann. Das wäre so wunderbar, geht aber leider nicht. Wahrscheinlich auch so entschieden, weil gute Freundschaft mehr wert ist für allem. Ja, eben. Und so entscheide ich mich auch immer wieder. Und das tut mir auch nicht weh. Trotzdem bin ich so eine kleine Realitätszicke und ein Luftschlossmensch. Ich träume, ich kann einfach alles an einem Tag schaffen, immer. Ich will immer alles an einem Tag geschafft haben. Ich weiß, dass es nicht funktioniert, will ich aber trotzdem. Scheiße, das ist das Problem gerade eher, dass du dich nicht dazu durchringen kannst, eine Konsequenz daraus zu ziehen, die gegen deine inneren Zwänge steht, dich aber befreien könnte. Das ist richtig. Aber im Endeffekt werde ich das auch so machen. Ich werde den Stream hier langsam abmoderieren. Ich werde mich bettfertig machen, werde diese eine Kleinigkeit nochmal so als Schnipselchen hinwerfen, weil ich ja gesagt habe, ich mache heute Abend noch was und sagen, ich bin jetzt so, dass ich habe mir was freigeräumt von wegen bla bla. Starte jetzt durch. Und dann muckel ich statt Schule dann halt Arbeit. Im Zweifelsfall muss dann halt die Schule wieder zurückstecken.
Da wird das Eis langsam ein bisschen dünner. Das macht schon so ein bisschen auf die letzten Monate, ne? Weil die Lehrer ein bisschen übertreiben, teilweise. Mit ihrem Kontingent gerade. Und ihre Art und Weise zu unterrichten ist auch nicht unbedingt die netteste gerade. Die ist sehr in Richtung, guckt doch selber, was Themen sind. Sind wir dazu da, um euch was beizubringen? Ja, eigentlich schon. Und das glauben die uns aber nicht so. Also im Moment ist es schwierig. Ich habe keine Zeit, der Schule die Zeit aktuell zu widmen. Ich habe keine Energie, der Schule aktuell die Zeit zu widmen, die es bräuchte. Wenn ich mal gerade Zeit habe, lerne ich ja sowas, ne? Dann lerne ich solche Bücher hier, wenn ich gerade mal ein paar ruhige Minuten habe. Weil ich weiß, dass das meine Zukunft ist und im Endeffekt man drauf scheißen kann, welche reguläre Schulbildung ich jetzt noch genieße. Aber auch da wieder, meine Zwänge sagen mir trotzdem, ist mir jetzt wurscht, ich ziehe jetzt das weiter durch. Und sag nicht tschüss, ich hau ab. Und da quäle ich mich dann ein bisschen. Mein Herz ist quasi schon auf dem Sprung. Und meine Zwänge sagen aber weiterhin, nee, Jan, mach das mal weiter, mach das mal fertig. Tja, ja. Mini-Erkenntnis-Team. Lächeln darüber. Ich soll lächeln? Werde trotzdem morgen wieder sagen, nein, Leben, gib mir heute 48,9 Stunden. Warum 0,9, weiß ich nicht. Gib mir heute mal 60 Stunden. Ich brauche die heute. Los, Leben. Weil ich dann wieder nur 24 Stunden habe, sitze ich um Mitternacht da und denke mir dann, Mann, mal wieder nur 24. Wollte doch noch trotzdem so kommen. Ich bin halt so. Ich akzeptiere nicht, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Ich bin so jemand. Ich würde lieber ein Raketentriebwerk entwickeln, was gegen die Erddrehung anstößt, dass die Erddrehung verlangsamt wird, damit die Tage länger dauern. Ach so. Ja, der Zeitmangel wird bleiben, das ist richtig, über den Abbruch meine ich. Hat mich trotzdem ein bisschen getriggert. Ich will das nicht. Vor allem wegen sowas Blödem, weil ich müde bin und daneben geklickt habe, auf einen Knopf, der da nichts zu suchen hat. Was macht dieser blöde Knopf? Da war so ein blöder Knopf, weißt du? Der das Programm hat abstürzen lassen, den ich nicht brauche, der da nichts zu suchen hat. Wo ich dann so denke, warum passen die OBS-Entwickler das nicht auf mich an? Gibt eine Kitsunaki-Version, dann ist das Bild, dann ist das nicht grau, sondern lila und dann gibt es diesen Knopf da nicht, weil ich den nicht brauche. Weil er mir den Stream im Endeffekt noch abschießen kann. Das weiß ich, dass mir das nichts nutzt. Bin ich wirklich ärgerlich? Ich leide nicht sonderlich stark. Ich bin nur so ab mit ihrem Kopf. Weißt du so? Ich gebe einfach Befehle ans Leben und das Leben. Und ich gebe immer wieder Befehle ans Leben und das Leben immer wieder. Weißt du? Schade, ich habe auf meine andere Probleme, soziale Fixieren, aber auch zur Schule, wenn sie sollen. Auch zur Schule, wenn sie sollen. Was, wenn dich da jemand vermisst? Hat ja keiner ein Anrecht auf mich. Zum Beispiel lange nicht, weil ich krank war, depressiv oder auf Arbeit, habe aber noch nicht aufgegeben, auch wenn es verrückt ist, immer wieder dasselbe zu tun, aber andere Ergebnisse zu hoffen, wenn man ein Leben geht, der versucht weiter das Beste auszumachen, wer weiß, was morgen ist. Ja, wie gesagt, an der Schule, erstmal wird mich keiner vermissen und zweitens, wie gesagt, da hat ja keiner ein Anrecht. Keine Kritik oder so, dann habe eben letzte Mail raus, Kopf sagt schon, gute Nacht, vielleicht kommt der Zwang, weil dir in der Jugend sowas fehlte. Im Endeffekt, mein Vater mich viel dazu versucht, zu Dingen zu zwingen. Ich habe immer gesagt, ja, weil er mir sonst eine geknallt hätte. Oft genug ja auch getan. Irgendwann habe ich gelernt und festgestellt, wenn ich einfach ja sage, kriege ich in dem Moment keine geknallt. Kriege ich keinen Gürtel auf den Arsch. Und im Nachhinein sind die Dinge oft nicht schnell genug. Er erwischte mich dann immer nicht schnell genug, wenn ich es dann trotzdem nicht gemacht habe, weil er auch immer sehr viel beschäftigt war. Also konnte ich dann zu oft genug entgehen. Mich immer wieder aus allem rauswinden. Und im Endeffekt habe ich als Kind immer gelernt, mit einem lächelnden Ja das Messer hinter meinen Rücken schon mal bereit zu halten, weil ich mich wehren musste. eher so in die Richtung. Also, also im Endeffekt habe ich, was das angeht, als Kind eher gelernt, sag einfach immer das, was dein Gegenüber von dir hören will, auch wenn du ganz andere Pläne hast. Davon habe ich mich glücklicherweise schon
In den meisten Fällen würde ich sagen, freigesagt. Sonst hätte ich ja auch am Samstag einfach die Hauptstory weitergemacht, wenn ich mich davon nicht weiter losgesagt hätte mittlerweile. Aber das ist im Endeffekt das, was ich in meiner Kindheit erlebt habe. Also eigentlich in meiner Kindheit hat man mir sehr viel Zwänge eigentlich gegeben. Nicht unbedingt wenig. Meine Mutter halt null, ne? Die ist halt einfach nur den ganzen Tag saufen und Spaß haben. Aber ich bin ja bei beiden Elternteilen aufgewachsen. Beide Extreme. Einer, der zu viel und einer, der zu wenig Zwänge vermittelte. Das ist das Schöne. Ich habe einfach quasi Pech und Schwefel quasi. Ja, so, meine Lieben, aber ich werde das jetzt tatsächlich machen. Es ist 1:15. Ich werde mich bettfertig machen. Ich werde diese eine Sache noch und ich sehe zu, dass ich bis 2 penne, weil ich ein relatives Loch habe gerade und ich sehe zu, dass ich dann einfach vormittags wieder funktioniere und dass ich dann einfach arbeite. Scheiß doch auf jetzt hier das Letzte. Scheiß doch heute auf die Schule. Ich mache heute erstmal den Kram fertig, der außerhalb fertig werden muss. Und wenn ich dann vorm Stream noch Zeit habe, dann kümmere ich mich auch noch um Schulsachen. So. Ja, 9. Da ich ja jetzt schon ins Bett gehe und es keine Energie mehr habe, noch irgendwie was anderes zu machen, werde ich den Rechner laufen lassen und werde um 9 aufstehen wollen. Gedrück, genau. Also fühlt ihr euch mal geplüscht und jetzt habe ich selber auch mal ein bisschen gejammert eben und mich über das Leben beschwert. Ich kann ja nicht immer das Jammern allen anderen überlassen. Kann nicht sein, dass hier immer gejammert wird und ich habe nicht Teil am ganzen Gejammer. Ich muss auch mal jammern. Selber planen, aber 1 Stunde früher. Genau, ich gehe auch schlafen und träume von meiner To-Do-List für morgen. Ja, ach, da sagst du was. Ja, aber ich bleibe trotzdem dabei, dass ich mich über mein Leben nicht beschweren kann. Ich habe ein sehr geiles Leben und es läuft alles. Ne? Ich beschwere mich nur darüber, dass sich die Welt, die Grundstruktur der Realität nicht mehr in meine Richtung verbiegt, weil ich das doch will. Das macht keinen Sinn. Das wird auch nie passieren, dass sich da was verbiegt. Aber ich trete der Welt gedanklich trotzdem weiter in den Arsch. Weil ich einfach jemand bin, der die Dinge, wie sie sind, nicht hinnimmt, sondern der sich ganzen Tag mal vorstellt, wie es aber zu sein hätte. Ja, wird schon. Trotzdem ärgert mich das halt ein bisschen wieder, dass ich jetzt wieder Schule hinten anstellen muss heute und mir dann wieder Vorträge anhören muss in E-Mails, dass ich das tue. Ne? Ja, was willst du machen? Trotzdem sage ich nicht, ach komm Schule, leck mich fett, leck mich alle am Arsch und die letzte Zeit hier mache ich hier meinen Kram und so. Nee, das mache ich auch nicht. Deswegen, meine Lieben, für euch alle mal gedrückt. Ich sag mal gutes Nächte und bis später. Ist er. Mittlerweile nur noch. Ja. 18 Stunden. Haben wir jetzt 19 Uhr. Eingestellt. Gute Nacht, Leute. Tschüss. Tödele. Ich bin matschig und ich bringe nochmal eben die Musses zu Ende, ohne die ich den Kopf kürzer gemacht werde und dann falle ich ins Bett.